coming out of your mouth, but the snow is too loud. Follow the hands as they... Monsieur Monet und sein Wanderrudel sind wieder unterwegs. Nur Mut! Es sind die wenig ausgetretenen Pfade, die uns das Herz höher schlagen lassen und immer wieder kleine Abenteuer möglich machen. Dieses Mal erkunden wir das südliche Marokko und bestaunen im Anti-Atlas beeindruckende Agadire, jahrhundertalte Speicherfestungen, die majestätisch auf bizarren Felsen thronen. Wir durchqueren blühende Oasen auf verschlungenen Pfaden und suchen in wilden Schluchten die Quelle für all das Leben in der karger, steiniger Wüstenlandschaft. Das ist ja wie in den Dolomiten, hä? Ja. Das Goldner Job und den Selberstock. Monet denkt sich, geht mich nichts an, ich bin schließlich kein Vegetarier, während die Ziegen mit allerlei Akrobatik versuchen, an die köstlichen Organfrüchte zu gelangen. Das ist das beste Lavash. Käsebrot seit langem. Weil das genieße ich da an einer Quelle in einem wilden Tal in Südmarokko, in der Oase von Amtoudi, wo es einfach unglaublich schön ist. Keine Menschenseele, nur Vogelgezwitscher und das Plätschern der Quelle, die Sonne, Palmen, Arganbäume. Der Robert, der Monzi und ich. Monet beweist auch hier seine Kletterkünste und macht es wie die einheimischen Ziegen. Marokko ist so viel mehr als 1001 Nacht in Marrakesch, Sonne, Meer und Wüste. Nämlich eine unglaublich
vielfältige Landschaft mit eindrucksvollen Felsen, hohen Bergen und wilden Schluchten, in denen es sich herrlich wandern lässt, auch mit Hunden.